Leute, hi und herzlich willkommen zurück zu unserer Sims 4 Black Widow Challenge. Wir sind zurück bei Carol und Takashi ist bei uns eingezogen. Das letzte Mal ziemlich überraschend. Aber wir wissen, der Kleine hat ein bisschen die Hose voll und möchte jetzt, dass wir heiraten, damit wir uns nicht gegenseitig vor Gericht belasten müssen. Naja, wir werden noch sehen, wo das hinführt. Jetzt möchten wir uns heute ein neues Haus suchen. Und ich habe da ein paar Ideen. Gucken wir mal, wo es uns hinverschlägt. Und dann machen wir eine ganz kurze, schmerzlose Standesamt-Hochzeit, weil mit dem haben wir gar nicht so viel Bock. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Part. Sagt, let's go. So, ihr seht hier Takashi schon happy. Er denkt sich schon, ja, heute heiraten wir. Heute heirate ich Carol. Das wird das eines der wichtigsten Dinge, die er machen muss in der nächsten Zeit. Und wisst ihr, was ich voll witzig finde? Wenn man guckt, warum er witzig ist, dann sagt es Elicanto Nobu, wegen Merkmal unberechenbar. Die Stimmen sprechen die Sprache der Liebe. Also die Stimmen im Kopf von Takashi haben ihm befohlen, dass er heute Carol den Heiratsantrag macht oder sie bittet zu heiraten. Ich habe übrigens unseren Keller schon eingepackt. Ich mache mal Play so lange. Wir müssen nur die Urnen mitnehmen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das könnte ja Carol eigentlich schon mal machen. Ich stopfe ihr am besten schon mal sämtliche Urnen ins Inventar, weil die sind das Wichtigste. Die dürfen nicht verloren gehen. Müssen wir hinterher wieder alle schön reinsortieren. 6, 7, 8 und der Bonus. Was ist los? Carol wacht auf, weil sie dringend pinkeln muss und sie ist verängstigt, weil sie einen Albträume hat. Sie ist schwitzend aufgewacht wegen einem Haufen Albträume. Naja, okay. Ist ja auch gerade ein bisschen, also ich meine, sie hat ja gerade Mann Nummer 8 umgebracht. Vielleicht plagen einen da schon manchmal ein bisschen Schuldgefühle und schlechte Träume. Kann passieren. Ich meine, dass wir sonst aus diesem Black Widow Keller nichts mitnehmen müssen, weil der Rest mit umgezogen wird automatisch. Weil sonst hatte ich es dann immer fünffach. Was wir noch einpacken, würde ich sagen, ist Lenas Kletterübungsteil. Wir haben es jetzt leider nicht mehr geschafft, mit ihr nochmal den Berg zu besteigen. Vielleicht könnten wir das heute noch machen. Ach, wisst ihr was? Vielleicht machen wir es heute noch. Ich lasse sie mal noch stehen. Und die Videostation für Ellie müssen wir auch mitnehmen. Aber wenn wir die jetzt irgendwie vergessen, sowas können wir ja zum Glück nachkaufen. Na Lena, dann könntest du ja mal aufstehen, meine Liebe. Bist du schon ausgeschlafen? Es geht. Dringend mal duschen. Sie ist super inspiriert. Und sie hat von Karrieren geträumt und sie wünscht sich, mit Takashi Freunde werden. Sie mag ihn offensichtlich. Ellie ist auch wach. Ellie muss auch dringend pieseln. Wie gut, dass Carol gerade freigemacht hat. Geh ruhig, Kleine. Hier bitte. Ellie? Ellie? So, du kannst es gerne nochmal versuchen. Jetzt. Takashi hat, glaube ich, Carol gerade mal einen kurzen Knutsch gegeben. Der ist halt super kokett. Ja, seine inneren Stimmen treiben ihn an, dass er dringend heute den Heiratsantrag machen soll. Die Black Widow-Statue nicht vergessen. Die steht hier. Ja, komm, die packe ich gleich mal ein. Ab ins Inventar. Carol auf dem Weg, Ben zu erschrecken. Der denkt sich auch, was ist eigentlich? Direkt mal Minus. Also direkt mal Minus. Uncool, Vermieterin, Mama, uncool. Sie ist rausgerannt und hat ihn angesteckt mit ihrer Angst. Ben wird hier wohnen bleiben. Der hat ja das Nachbarhaus. Und ich hoffe, wenn wir umziehen, dass wir die Wohnung weiter in unserem Besitz haben, aber jemand anderen einziehen lassen können. So, Lena möchte jetzt auch gerne mit Ben plaudern und ihm Respekt zeigen. Finde ich super süß. Aber sie sollte idealerweise das Klettern noch weiter ausbauen. Denn ich glaube, ja, Level 4, das ist super schwer. Sie ist super langsam im Ableveln von der Kletterfähigkeit. Vielleicht mache ich auch das Falsche. Vielleicht machen wir mal eine Herausforderung. Vielleicht ist das das Bessere. Wie sieht's eigentlich mit der Schule aus? Haben meine Kinder eigentlich keine Schule? Einserschülerin? Lena ist Einserschülerin, hat aber keine Hausaufgaben gemacht. Das ist jetzt natürlich, ich habe sie zum Klettern geschickt, anstatt Hausaufgaben zu machen. Das ist dumm. Komm, nee, Lena, mach mal vielleicht, du hast noch eine Stunde. Mach mal lieber Hausaufgaben. Was ist mit Ellie? Unserem kleinen Starkind. Die hat die Hausaufgaben abgeschlossen? Auch eine Einserschülerin. Eigentlich brauche ich mich nicht. Die Mädels machen guten Job in der Schule.
Übrigens, morgen ist Ellies Geburtstag. Den würde ich halt gerne schon in der neuen Wohnung dann feiern, wenn möglich. Und wir müssten dringend am Freitag mit Lena die Abschlussprüfung schreiben, weil sie am Sonntag zu jungen Erwachsenen wird. Vielleicht schaffen wir es dann am Sonntag noch mit ihr zur Abschlussfeier zu gehen. Aber das ist ja bei mir, manchmal funktioniert es ja nicht. Also das ist quasi die letzte Schulwoche für Lena. Deswegen möchte ich, dass sie das noch einigermaßen gut hinbekommt, dass sie einen guten Abschluss kriegt. Ellie fragt, ein paar Kinder waren in der Schule gemein zu einem meiner Freunde. Ich wollte helfen, aber ich wusste nicht, was ich machen sollte. Was denkst du, hätte ich tun sollen? Schreite ein und verteidige deinen Freund, halte dich raus und tröste den Freund anschließend oder hol einen Erwachsenen. Sie fragt Carol. Und ich würde sagen, Carol ist eher so, halt dich raus und tröste ihn anschließend, weil sie nicht will, dass sie in Schwierigkeiten gerät in der Schule. Und weil sie sich denkt, naja, halt dich mal raus und lass die anderen sich zerfleischen. Weißt du, nicht in den Mittelpunkt geraten, vor allem nicht für Negativschlagzeilen, so auf die Art. Nicht, dass es irgendwer TikTokt und ihre Tochter wird dann irgendwie schlecht dargestellt. Empathie steigt, emotionale Kontrolle sinkt. Die braucht keine emotionale Kontrolle. Ich glaube, als Carols Kind hat man ohnehin genetisch wenig emotionale Kontrolle. Fand sie gut, den Tipp. Oh mein Gott, dann kannst du mal kurz deinem Miezi ein Leckerchen geben und sie streicheln. Und bürsten. Die ist auch verängstigt? Meine Güte. Ich dachte, ich habe diesen Mod mit den Albträumen rausgenommen. Vielleicht muss ich die mal rausschmeißen. Ist ja schlimm. Die wachen auf und sind alle fix und alle. Ach so, und die Kleine ist gar nicht geduscht. Ah. Takashi. Takashi macht Frühstück. Das wäre toll, wenn das jetzt was für alle wäre. Obwohl die Kinder eigentlich jetzt schon zur Schule müssen. Ist auch ein bisschen spät. Ich lasse dann Carol mal duschen. Nein, bitte nicht den Ohrenschmalz rein. Nein. Ah! Ich möchte es nicht essen. Du kannst es ganz alleine haben. Carol wünscht sich, mit Takashi Schluss zu machen. Ja, ich weiß. Sie mag ihn halt einfach nicht. Er hat sie ja erpresst. Und sie hat ihn zurückerpresst. Und wir heiraten nur, damit wir uns nicht gegenseitig vor Gericht belasten müssen. Ja, wir würden gerne Schluss machen, obwohl wir die Ehe noch gar nicht angefangen haben. Und sie will mit ihm über Beziehungsängste reden, aber ein Objekt im Wert von 500 Simoleons kaufen. Sie sieht dann am Ende des Tages halt doch das Geld. Unangemessenes Verhalten beobachten. Von wem? Keine Ahnung, wo sie unangemessenes Verhalten beobachten wollte. Weil unangemessenes Verhalten beobachtet hat? Alles hat seine Zeit und seinen Ort, aber ein solches Benehmen vor den Augen eines korrekten Sims ist verabscheuungswürdig. Was auch immer sie gesehen hat. Ich weiß es nicht. Takashi isst seinen Popelsalat alleine, da bin ich aber dankbar. Das würde ich jetzt nicht unbedingt haben. So, Lena, musst du nicht in die Schule? Ja doch, geh bitte alleine. Ich komme am Freitag mit und hoffe, dass es mit der Prüfung klappt. Diesmal. Wir haben es ja schon mal vermasselt. Als wir Bens Prüfung schreiben wollten, war irgendwie dann plötzlich kein Prüfungstag. Es ist so lustig mit dir, ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir und ich hoffe, dass es dir genauso geht. Auch Ellie und Ben. Wo ist denn Ben überhaupt? Ich lieb's, dass er in unserer Nähe ist, aber wenn wir jetzt wegziehen... Aber er hat ganz oft dieses Minus-Nachbarschaftsteil. Ich glaube, er findet unsere Vermietung im Großen und Ganzen ziemlich schlecht. Er hat uns nur 3 Sterne gegeben. Dabei bezahlt er fast nichts. Was will er überhaupt? Und Carol will unten einfach mal eine Runde das Autogramm von Orange Bailey Moon bewundern. Und freut sich wie Schnitzel, dass sie einen Star umgebracht hat. Ich glaube, jetzt hat sich gerade gewundert, wo die Urnen sind. Ich habe die weggepackt. Ja, genau. Carol, mach doch so lang. Warte mal, haben wir überhaupt ein Buch aktuell noch zu schreiben? Ich glaube, wir haben 7 Bücher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das Buch von Orange ist noch nicht fertig. Weiterschreiben? Der Cop oder der Star? Der Star haben wir schon. Ja, genau. Wir müssen weiterschreiben an der Cop. Der Star war das aus Versehen das zweitangefangene von Orange Bailey Moon. Wir müssen von Marcel. Marcel müssen wir schreiben. So ist es. Marcels Buch. Der Cop. Kann sie ruhig weiterschreiben. Lena hat die Hausaufgaben fertig. Ich weiß nicht, ob Takashi ihr geholfen hat. Ich habe übrigens den Mod wieder rausgenommen, wo sie in ihrer Alltagskleidung zur Schule gehen. Und jetzt haben sie wieder ihre Schuluniform an. Und irgendwie finde ich es echt süß, muss ich sagen.
Ich hatte da eine Zeit lang, also die ganze Zeit, eigentlich eine Mod drin, dass sie in ihrer ganz normalen Alltagskleidung in die Schule gehen können. Und dann habe ich mir, als ich eben versucht habe, so ein bisschen auszusortieren, habe ich mir gedacht, ja, komm, sowas schmeißt jetzt mal raus, das ist echt nicht wichtig, vielleicht verursacht das ja nur irgendwelche Bugs. Und jetzt, wo ich sehe, dass sie in ihrer Schuluniform ist, finde ich es irgendwie voll süß. Ich hätte gerne Schuluniform getragen, bin ich ehrlich. Also erinnert mich an Hogwarts. So, Takashi, wie ist der Oh, Plan? Wie ist der Plan? Delroy. Wie wollen wir Karen einen Antrag machen, sodass sie den Eindruck hat, ja Turka. sagen zu müssen? Oder sollen wir sie direkt erpressen? Eigentümerschonfrist? Die Mietdauerzyklus für das Mietobjekt wurde zurückgesetzt und eine Schonfrist tritt in Kraft. Das geschieht jedes Mal, wenn eine Mietdauer abgeschlossen ist. Ah, okay. Das, ja, genau, so ist es. Es gibt hier so eine Art Schonfrist, weil wir gesagt haben, immer 7 Tage. Aber ich möchte Ben ja eigentlich keine Regeln auferlegen und nichts, das soll so bleiben. 50 Simoleons nehmen wir, 230 könnten wir nehmen, aber das passt schon. Ich weiß gar nicht, ob er einen Job hat. Lassen wir ihn mal. Wichtiger ist mir, wer dann hier einzieht, ob wir dieses Objekt hier gut vermieten können. Takashi, wenn du mal hier. Könntest du vielleicht die Wäsche machen? Soll er sich doch nützlich machen? Oh nein, jetzt habe ich Carol aufgetragen. Nee, Takashi soll bitte die Wäsche machen. In die Waschmaschine und die Dreckwäsche hier in den Wäschekorb. Es ist jetzt niemand da. Er könnte es natürlich jetzt auch zu Hause machen. Wenn ich jetzt mit ihm einfach zum Standesamt marschiere, habe ich keine Kinder dabei. Das wäre so wirklich unproblematisch. Oh mein Gott. Was? Ellie hat in der Cafeteria eine Lebensmittelschlacht angezettelt, bei der fast alle anderen Schüler mitgemacht haben. Wir putzen immer noch. Sie rufen Takashi an, nicht Carol. Vielleicht hat sie kein Netz da unten, könnte ich mir vorstellen. Tja, mein Kind ist halt zum Anführer geboren. Mehr kann er nicht sagen. Es ist gar nicht sein Kind. Und er weiß offensichtlich gar nicht, was er sagen soll zu der Schule. Und deswegen sagt er, tja, mein Kind ist halt zum Anführer geboren. Ist so. Sehr gut. Empathie steigt, Verantwortung sinkt. Die wird richtig gut erzogen, ich sehe schon. Jetzt ist er nicht mehr kokett, jetzt wo ich gerade mir überlegt habe, dass wir loslegen. Großartiger Lehrer. Takashi ist ein meisterhafter Lehrer, dessen größte Belohnung die Fortschritte seiner Schüler sind. Der hält aber ganz schön viel auf sich. Hast du denn die Wäsche schon gemacht? Ja, okay. Und Ellies Tantiemen kommen. Nice, nice, nice. Carol, wie sieht's aus mit dem Buch? Da haben wir noch ein. Aber noch ein Stück hin. Ich meine, es ist jetzt Dienstag 10 Uhr. Solange Carol am Buch schreibt und Takashi nicht weiß, was er tun soll, gebe ich euch schon mal die Umfrage. Ich möchte nämlich von euch wissen, in welche Nachbarschaft ziehen wir? Moment. Ich habe die Auswahl. Entweder Moonwood, Sulani oder Tomarang. So, ich gebe euch derweil mal die Umfrage. Könnt ihr abstimmen, in welche Nachbarschaft wir ziehen sollen? Ich finde, in diesen drei Nachbarschaften waren wir bis jetzt noch nicht. Und ich finde alle drei passend, um sich ein bisschen aus der Schusslinie mal zu geben und ein bisschen abzutauchen. Wir sind ja jetzt auf dem Berg schon abgetaucht, aber jetzt haben wir dort natürlich wieder einen Polizisten umgebracht. Wir müssen nochmal abtauchen. Sagt mir mal, wo ihr am liebsten hin wolltet. Lange Nacht, Lena, steht ein extrem wichtiger Test bevor. Ja, die Abschlussprüfung. Aber die Schule war in letzter Zeit so anstrengend. Soll sie mehrere Liter Kaffee trinken und für den Test büffeln oder einer leichten Aktivität nachgehen, um ihr Hirn eine kleine Pause zu gönnen? Da Lena sportlich ist, würde sie den Sport vorziehen. Lena ist mit ihrer Entscheidung, ihrem Gehirn eine Pause zu gönnen, vollauf zufrieden. Sie tritt den Test völlig erfrischt an und kann die notwendigen Informationen ganz leicht abrufen. Köll schreibt und schreibt und schreibt. Mal schauen, was Takashi macht. Fernseh schauen. Aber im Stehen. Der kann sich ja schon mal in seine elegante Kleidung zwängen. Oh, sehr schön. Oh, Post ist auch da. Und die Putzfrau ist auch da. Oh, jetzt dachte ich schon kurz, es wäre eine Polizistin. Aber es ist zum Glück nur die Briefträgerin. Kann er mal die Post reinholen? Die gehen nach Tomarang. Sehr cool. Dankeschön. Das finde ich cool. Dann suchen wir uns dort was. Okay, 778 Simoleons Rechnung ist aber gar nicht so wild. Das ist echt okay. Das kann er ja dann direkt mal zahlen, oder? Hier, Rechnung bezahlen. Mach mal. Ich glaube, Carol wird heute mit dem Buch nicht mehr fertig. So, Carol hat jetzt langsam aber sicher Hunger. Ich glaube, das mit dem Buch, da müssen wir jetzt mal abbrechen. Wir können ja mit Takashi rausgehen und was essen gehen und dann fragt er sie beim Essen, weil die Kinder sind ja jetzt noch bestimmt 3 Stunden in der Schule.
Dann packe ich einfach die zwei Erwachsenen ein und wir gehen irgendwo schön was essen. Und dann reden wir mal drüber, wie wichtig es ist, diese Ehe einfach zu machen. Am besten gehen wir direkt, am besten gehen wir gleich was essen in der Standesamtstadt da. In der italienischen. In hier, Tortosa. Da haben wir auch noch nicht gewohnt. Kann ich hier was essen? Gibt es hier ein Restaurant? Wieso gibt es hier eigentlich kein Restaurant? Das ist ein Miethaus. Das ist aber sad. Und in der Stadt selbst ist da vielleicht ein. Vielleicht ist da ein Stand oder so. Ich reise jetzt mal an den Strand und hoffe, dass da irgendwie ein Essensstand auf uns wartet, wo wir uns was holen können. So. Da sind wir. Ich bin auf der Suche nach irgendwas zu essen. Man kann ja hier Kuchen holen, aber gibt es denn nicht irgendwie einen Fressstand? Er geht hier die Toilette benutzen und sie... Sie geht Essen bestellen? Girl, wo? Wo? Ach, da! Takashi geht pinkeln? Ist er im Standesamt? Er ist im Standesamt pinkeln gegangen? Der macht doch das schon klar. Erzählt mir doch nicht. Pinkeln, Toilette benutzen im Standesamt. Never ever. Und guck mal, Carol hat sich jetzt hier vorm Standesamt an der Frittenbude hat sie sich eine Schüssel Dal Makhani gegönnt. Nice. Dann kriegt er Palak Paneer. Oh, ich liebe Palak Paneer. Carol, sei doch nicht so traurig. Wir heiraten jetzt. Ach, das ist der Albtraum. Den machen wir immer weg. Komm, erstmal eine schöne Schüssel indisches Essen und dann heiraten. Wisst ihr was? Wir haben hier, glaube ich, auch Aaron. Wir hatten hier, glaube ich, auf der Brücke oder so, hatte Aaron uns den Antrag gemacht. Dann waren wir auch hier recht kurzfristig einfach nur im Standesamt. Aber es war halt Aaron. Jetzt ziehen wir das mit Takashi durch. Deswegen, Takashi, es wäre jetzt an der Zeit, sie zu fragen, weil sonst funktioniert es nicht. Erpressen. Was passiert, wenn ich das drücke? Ich habe Angst, wenn ich sie erpresse, dass sie dann mich nicht mehr heiraten will. Ach, und ja. Das könnte voll nach hinten losgehen. Ich heb's mir mal noch auf. Ich heb's mir mal auf. So, Heiratsantrag. Trau dich, Junge. Es gibt doch nichts Schöneres, als in dieser Kulisse nach einem Palak Paneer seiner Erpresserin einen Heiratsantrag zu machen. Sie hat schon aufgegessen. So, wir wären soweit. Sie liest ihm ein liebes Gedicht vor. Da packt sie jetzt wieder alles aus. Oh, Carol. Sie weiß schon, wie sie ihn rumkriegt. Ja gut, wenn sie sich auf einen eingeschossen hat, dann ist bei Carol da funkt dann nichts dazwischen. So. Oh, warte. Nee, warte. Ach, Sims. Ich brauche ein Bild. So, jetzt bin ich soweit. Jetzt ist die Musik zwar vorbei, aber egal. Wie sie immer noch schafft, so überrascht zu schauen, gell? Was? Ich? Wirklich? Natürlich. Willst du meine Schweigezeugin sein? Ja, ich will. Willst du vor Gericht das Aussageverweigerungsrecht mit mir teilen? Ja, ich will. Und sie geht direkt schon rein ins Standesamt. Okay, so komm. Auf. Wir sind schon hier. Takashi, lauf nicht weg. Takashi. Wo geht's hin? Leute. Carol? Takashi? Excuse me? Wen hat sie denn da jetzt gespottet? Den muss sie scheinbar unbedingt kennenlernen. So, wer bist du? So. Felix Feng. Schön, Deck. Schön, dass es euch gibt. Ich wollte gerade heiraten. Du bist... Ach, diese fiesen Fans immer. Hä, warum habe ich denn hier plötzlich jetzt so einen Zwang, hier zu den Leuten zu gehen? Könnt ihr mal bitte zusammen hier hingehen, bitte? Takashi, du auch. Warum muss ich den Leuten Hallo sagen? Was juckt mich, Felix? Felix, geh einfach. Wir müssen doch jetzt auch heiraten, bitte. Ist es nicht die Mutter von Orange Belly Moon? Octavia? Morita, wie sie uns ignoriert hat. Ein Glück. Alle auf der Flucht, ja voll. So, Takashi kommt auch angejoggt. Ich wäre dann jetzt soweit. Lass es uns hinter uns bringen, bitte. Bevor die Kinder nach Hause kommen.
Warum können wir nicht heiraten? Komisch, gell? Es klappt nicht. Takashi sofort heiraten. Vielleicht so. Dann machen wir es eben vorm Standesamt. Wir sehen halt jetzt einfach, was im Standesamt passiert wäre. Ja. Möchtest du? Ja, ich möchte. Küss die Hand, schöner Mann. Auf ein Zeugnisverweigerungsrecht. Zu deinen Gunsten und zu meinen Gunsten. Du weißt, ich musste mich nur verteidigen, weil Marcel war so böse. Sie weiß ja nicht, dass er einen Deal mit ihm hatte. Carol hat Hausverbot. Carol hat in übertriebener Anzahl geheiratet, deswegen darf sie jetzt nicht mehr heiraten. Schön. Danke. Haben wir das auch. Du kannst die verheirateten Sims zusammenziehen lassen. Die sind bereits zusammengezogen, Sims. Danke für nichts. So, dann sind wir jetzt verheiratet. Sehe ich das richtig? Sicher? Also sicher? Sind wir verheiratet jetzt? Frisch verheiratet. Okay. Okay, dann müssen wir ihren Nachnamen dann noch ändern. Jetzt geht sie rein. Noch kurz die Papiere unterschreiben. Dann heißen wir jetzt Nakagawa. Nun gut, frisch verheiratet, würde ich sagen, können wir jetzt mal noch mal kurz nach Hause laufen. Und dann gehen wir auf die Suche nach einem netten Häuschen in Tomarang. Lena ist aus der Schule zurück. Sie ist super gut. Wenigstens. Wenigstens bei meinen Mädels läuft's. Oh mein Gott, Reggie. Der taucht auch immer auf, wenn ich gerade verheiratet bin, oder? Reggie, du hast ein Timing, Mann. Takashi ist oben am Computer. Lena kocht was, aber sie soll am besten ausdauern. Reggie, was soll ich sagen? Du hast dich jetzt wochenlang nicht gemeldet und jetzt bin ich heute beim Standesamt gewesen, hab geheiratet, jetzt bist du da. Ich mache ihm mal ein Kompliment. Oha! Eigentlich kann Takashi doch in der Urne umziehen und wir nehmen Reggie mit. Oh, sie findet ihn so gut. Was ist das? Was haben wir für ein Gefühl mit ihm? Turteltauben? Wir sind ja mit ihm fest zusammen. Unattraktiv. Absolute Verehrung. Carol möchte nur das Beste für Reginette und findet ihn einfach wundervoll. Die ist mir echt zu schnell. Ich habe doch gerade den anderen geheiratet. Carol, mach mal ein bisschen eine Spur langsamer. Bitte. Was macht eigentlich unsere Kleine? Kann die nicht nochmal ein Video aufnehmen? Haben wir was im Köcher? Ja? Ein schlechtes Spielzeug? Go, no, go? Dann soll sie das mal bearbeiten. Takashi geht jetzt erstmal chillig baden. Das ist gut, dann sieht er nicht, dass Carol draußen den Typ verehrt. Sie hatte bei ihrer Hochzeit übrigens die neuen Urnen in der Handtasche. Wir wissen jetzt, dass er Perfektionist ist. Okay. Leute, dann lasst uns auf die Suche gehen nach unserer neuen Bleibe. Vielleicht kann Carol das dann Reggie gleich mal erzählen, dass wir jetzt leider umziehen müssen. Irgendwas von wegen tragische Umstände und weißt du, Polizei und sie ist ja total unschuldig. Ich überlege, ob ich... Ja, wir speichern und gehen einmal zu Welten verwalten und müssen, glaube ich, erst ein Grundstück platzieren, in welches wir dann einziehen. Aber Takashi in der Urne umziehen lassen, finde ich auch gut. Er war dabei. Wenn auch in anderer Form. So, Tomarang. Was haben wir hier? Ach, Miethäuser. Ich finde, das hier ist auch ganz schön abgeschieden. Aber das Tamnang Delta. Oh, abseits des Netzes. Boah, bitte nicht. Aber das kann ich ja ändern, gell? 30 mal 20 und das oben ist 40 mal 30. Dann lasst uns mal das Größere nehmen, das Rokaya-Felsen. Lasst uns das mal bebauen. Ich hätte gerne ein Häuschen, das irgendwie ausstrahlt. Wir sind ganz normale Leute. Ich bin keine Serienmörderin. Und wir werden auch beide wirklich nicht von der Polizei gesucht. Ach schön. Ach, guck mal. Das ist ja schon fast wie Suladi. Da wachsen die Ananasbäume. Ach, so schön hier. Okay, lass mal gucken, was so die Galerie zu bieten hat.
So, ich suche ein Grundstück, 40 mal 30. Am liebsten Tomarangisch. Wir lassen Ben ja da, also ich brauche keine Mietobjekte. Mal gucken, ob es überhaupt was in Tomarang was gibt, was kein Mietobjekt ist. Da, Rokaya Rockside. Das ist ja wieder für gemacht. Was haben wir? 4 Bäder, 4 Schlafzimmer. 123.000 Simoleons, das glaube ich ist sogar drin. Es macht einen süßen, hellen Eindruck. Ich platziere es mal. Schauen wir mal, wie es aussieht. Süß, mit Teich, mit Pool, mit Liegen. Ist das ein Grill? Mit Bar? Sogar mit so einem kleinen Schrein? Also es ist auf alle Fälle unauffällig. Also schon reich, es sieht schon reich aus, aber nicht, dass jetzt Tomarang sich denkt, was ist hier los? Sondern es passt schon hier rein. Süß mit den Fahrrädern, Vogelhaus. Okay, wir haben hier ein kleines Wohnzimmer. Kleine Dusche, das Babyklo kann raus. Also, im Moment kann das Babyklo raus. Bitte sag, also, nicht, dass wir das jetzt hier hervorrufen und Carol nochmal ein Kind kriegt. Nichts ist unmöglich. Eine süße kleine Küche. Gitarre. Ofen. Wenigstens normale Toilette, dann bin ich schon sehr dankbar. Wir haben ein paar Kinderzimmer. Das würde sogar passen. Also Babyzimmer brauchen wir jetzt nicht. Hier würde Carol schlafen. Mit ihrem eigenen Bad. Finde ich ja schon mal ganz gut. Waschmaschine ist auch da. Dann würde man ein Zimmer zu Lenas Zimmer machen müssen. Und eins zu Ellies. Müssen wir nur schauen, welche. Also es sind ja hier für Kleinkinder, für Babys und für... Bisschen merkwürdig gestaltet. Hier sind zwei Kinder untergebracht. Und das hier ist dann nur ein Spielzimmer. Aber okay, ich würde es nehmen. Also ich würde es jetzt nehmen, weil ich finde, dass es ganz cool ist als Ausweichzimmer. So. Zurück zu Carol. Da ist sie schon wieder im Keller. So, Carol hat sich schon wieder in den Keller verdünnisiert. Lena ist am Üben. Meinte, ich krieg sie noch. Vielleicht wenigstens eine Stufe mehr. Oh, schwierig. Solange kann Ellie sich hier noch um sich kümmern. Und Carol kann ja mal bei Ben klopfen. Mieteinheit besuchen. Können wir mal Ben besuchen und ihn fragen, wie es so läuft. Nee? Wir können Ben nicht besuchen? Warum nicht? Doch, oder? Ich will nur mal schauen, wie es ihm geht. Ihm erzählen, dass wir jetzt den Typen geheiratet haben, dass wir übrigens ein neues Haus besichtigt haben und wahrscheinlich hinziehen werden. Nur Ben einmal zur Kenntnis, da wird jetzt jemand anders neben dir einziehen. Du darfst weiterhin wohnen bleiben zu den verdammt guten Konditionen. Klopf, klopf. Komm rein. Hey Ben, was geht ab? Erstmal ein paar Kochtipps geben. Nach Zukunftsplänen fragen. Ich mache ihm vielleicht mal seine Heizung an. Aha, bei ihm oh, Ben. Oh. Wir haben hier irgendwie... Ich glaube, das könnte auch... Da hatte ich, glaube ich, einen Mod, der das verhindert hat, dass sie die Schuhe umziehen. Ach, wild. Warum ist denn Lena jetzt auch hier? Lena soll doch bitte trainieren. Ist Lena bei uns mitgekommen? Okay, Takashi soll so lange aufräumen. Und unsere Kleine soll die Charisma-Fähigkeit aufbauen. Haben wir ihn jetzt schon nach Zukunftsplänen gefragt? Über Veränderungen in der Nachbarschaft reden. Carol, bitte. Wisst ihr, es nervt schon ein bisschen. Ich gebe ihr einen Auftrag, sie ignoriert ihn, weil sie sich denkt, nee, ich gehe jetzt an den Computer. Und ich denke mir so, nein, ich habe doch jetzt gerade mühsam rausgesucht, dass du ihn bitte fragen sollst, sag ihm, dass sich die Nachbarschaft verändern wird. Und zwar im Sinne von, die Mutti zieht weg. Genau. Hat er uns was über Zukunftspläne erzählt? Nein. Nach Zukunftsplänen fragen. Und ein sehr persönliches Gespräch führe ich mit ihm jetzt noch. Ganz kurz, Lena hat die Herausforderung gemeistert. Aber levelt sie da nicht auf? Candy! Candy Girl! Wie cool, dass du da bist! Du wolltest zu mir, oder? Komm rein! Candy, hi! Ist sie denn jetzt da? Oder nicht? Girl, du schaust gut aus. Wie süß, dass sie vorbeikommt. Ich glaube, sie wollte vielleicht vorbeilaufen.
Ah, ich bin mir sicher, sie hat nur die falsche Adresse gehabt. Jetzt sind wir zwar bei Ben heute. Aber egal, setz dich, Girl. Schön, dass du da bist. Süß. Und Ben so mich nervt, dass es hier dauernd kalt ist. Kann ich sie umarmen? Umarmen. Eigentlich wollte ich mich von Ben verabschieden. Ein familiärer Kuss und eine liebevolle Umarmung. Komm, ich knuddel euch jetzt nochmal alle, weil ich ziehe nach Tomarang. Das ist richtig weit weg, glaube ich. Aber da gibt's Grillkäse. Immerhin. Candy findet's gut. Candy feiert uns, dass ich wieder umziehe. Jetzt habe ich gerade erst diese Adresse gefunden. Aber cool. Ich finde die neue auch. Ich wüsste gerne mal, wie es der Hope geht, gell? Ich muss sie mal fast besuchen. Über Entwicklung des Babys austauschen. Ich frage sie mal. Und wie hat sich dein neuestes Kind so entwickelt, Candy? Ich glaube, ja. Scheint alles gut zu laufen. Okay, Lena hat wenigstens ein bisschen was aufgelevelt. Jetzt ist es schon 18.50 Uhr, dann würde ich sagen, können wir ja dann jetzt nach Hause gehen. Und unseren Umzug machen. Es war mir wichtig, dass wir nochmal mit Ben reden, dass wir uns nochmal von ihm, dass wir ihm nochmal erklären, was da jetzt los ist. Schaut mal, dieses blöde Schuhe tauscht. Jetzt hat sie vogelwild irgendwelche Latschen an. Okay, ich muss diesen Mod wieder installieren. Dass sie da die Schuhe nicht tauschen. Lena, du kannst dann jetzt auch nach Hause gehen. So, wir brauchen einmal ein Ladescreen. Genau. Zurück in unserem Haushalt, damit wir dann nächsten Umzug machen können. Tada! Sehr gut. Carol, Haushalt umziehen lassen. Das geht alles online heutzutage. Wir müssen die Sachen für die... Warte mal! Ich muss erst die Sachen einpacken. Und darunter auch die Sachen für die Katze. Ins Inventar. Stand nicht hier mal ein Futternapf? Stand nicht hier ein Futternapf? Ich bin verwirrt. So, die Videostation. So, ich habe auch die Katzensachen dabei. Der Keller wird vollumfänglich umgezogen. Den Kellervorraum habe ich jetzt nicht mit dabei. Aber dann kann ich mir eigentlich auch noch speichern. Zimmer speichern. Karriere. Keller, Vorraum. Dann müssten wir alles haben. Okay, Carrie, ich bin soweit. So. Herzlich willkommen in unserem neuen Zuhause. Ich möchte mal einen Screenshot bitte machen. Also im Moment sieht alles sehr richtig aus, was ich hier gemacht habe. Jetzt gucke ich zuerst mal, ob mein... Ja! Das Onsen-Haupthaus ist jetzt leer. Candys Kinder sind bestimmt auch schon groß und Lena ist auch bald erwachsen. Also du meinst, sollen wir schauen, ob wir in das Onsen-Haupthaus, ob wir Candy reinkriegen? Also sie gehört uns jetzt, sie gehört uns als Mietobjekt, was ich ziemlich nice finde, genauso habe ich mir das vorgestellt. Und ich muss den Leerstand füllen, weil ich will ja Mieteinnahmen haben. Aber dafür muss ich einmal rein hinreisen und ich glaube, das muss ich eh, weil ich den Keller löschen muss. So, Carol ist jetzt noch einmal kurz zurück, um ihren Keller zu entsorgen. Weil in ihrem, also im neuen Haus, im alten Haus, ist es natürlich völlig unangebracht, dass da jemand ihren Keller findet. Deswegen richten wir hier wieder alles so hin, als ob nie was gewesen wäre. Aber passt, gell? Es ist alles da. Ja. Cool. Hey, das ist doch unser Fahrrad, oder? Komm, das nehme ich noch mit. Ich habe meinen Kram. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich den Leerstand... Du musst zuerst zurück nach Hause, um den Leerstand füllen zu können? Hieß es nicht gerade, ich muss hierher reisen, um den Leerstand zu füllen? Okay, cool, dann halt wieder nach Hause. Wir mussten eh her. Wir mussten den Black Widow Keller löschen. Nicht, dass da einer das bemerkt. Ich hätte sehr gerne Candy da drin. Dafür muss ich Candy aber wahrscheinlich erst obdachlos machen. Oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kinder. Das reicht ja nicht. Aber das, was sie jetzt hat, reicht auch nicht, gell? Kann ich dich mal bearbeiten? Ist denn die älteste Tochter nicht vielleicht schon alt genug, in ihrer alten Bude zu bleiben? Also da zu bleiben? Neuen Haushalt? Anissa? Und Christian? Können die nicht zurückbleiben? Ich weiß nicht, ich sehe nicht, ob es junge Erwachsene oder Teenager sind. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihre beiden älteren Kinder in dem Haus zurückbleiben
Und dass Candy mit den drei Kindern dann halt in unser Haus zieht. Sie hat aber nur zwei Kinderzimmer. Komm, dann teile ich sie da jetzt mal auf. Ausquartieren. Jetzt habe ich zwei Fabulous. Jetzt können die sich das Ding nicht mehr leisten, weil ich es vermasselt habe. Warte. So, das gehört ihnen nämlich. Deswegen kriegen sie es. Und in unsere Hütte soll Candy einziehen. Mit den kleinen Kindern. 0 Simoleons pro Tag. Ah, ich versuch's mal. Ich versuch's mal, jetzt über Carol zu schauen, ob ich sie als Vorschlag bekomme. Weil wenn ich sie jetzt da reinpacke, dann zahlt sie keine Miete. Das ist also gar, also 0 Simoleons ist kein Deal. Also könnte man schon machen, aber das überlege ich nochmal. Sie so gratis wohnen zu lassen, weiß ich nicht. Muss ja nicht der Höchstpreis sein. Also, okay, lass mal gucken. Da ist sie! Fabulous, oder? Kleinkind, Kind, Erwachsene. Da ist sie! Schau, und sie, es gilt sogar als erlaubt, weil sie sucht drei Betten. Und sie würde sogar 832 Simoleons bezahlen. Wir können 964 nehmen. Komm, dann machen wir doch für unsere gute Freundin 450. Schau mal, wir haben richtig gute Bewertungen. Luxusausstattung, noble Umgebung, befriedigend gewartet. Mei, sie kriegt die Regel, dass sie bitte nichts vermüllen soll. Und dann lasse ich hier Candy mit den Kindern einziehen. Wisst ihr, was ich interessant finde? Ich kann auch jemanden eine Baileys einziehen lassen. Ich weiß aber nicht, wer das ist. Perfekt. Zack, ist sie schon drin? Okay. Jetzt machen wir täglich 500 Simoleons Einnahmen von Ben und Candy. Und wir wissen, wo Candy ist. Ich hoffe, dass es unsere Freundschaft keinen Abbruch tut. Wenn sie mich dann genauso nicht leiden kann wie Ben, weil ich eine schlechte Vermieterin bin. So, dann ist das hier unsere neue Bleibe. Ich möchte hier noch die ein oder anderen Sachen, muss und möchte ich noch verändern. Zum einen müssen wir unbedingt unseren Keller bauen. Weil ohne den geht's natürlich nicht. Und über was wir da in den Keller kommen, ich würde sagen, wir machen einfach wieder irgendwie hier um die Ecke im Gebüsch eine Leiter nach unten mit dem Pool. Deswegen gucke ich jetzt mal, wo unser Keller ist. Ich habe den vorhin schon gespeichert. Platzieren. Aber das feiere ich ja schon wieder, dass hier wieder so ein Pool ist, wo ich das reinbauen kann. Jetzt nehme ich alle unnötigen Räume drumherum weg. Also ich finde zwar diese Säulen schön, aber irgendwie nerven sie mich in der Ansicht, weil man sie immer sieht. Wisst ihr, was ich meine? Die gehen nicht weg. Deswegen werde ich mich von ein paar Säulen verabschieden, auch wenn sie dann am Ende des Hauses von außen nicht so schön sein lassen, aber im Gameplay finde ich es leider super nervig. So, ich habe hier noch Katzenkram, den ich hier noch platzieren möchte. Weil Maya, unser Lieblingskätzchen, kriegt natürlich hier alles auch wieder, was sie braucht. Ja, wie wäre es, wenn wir keinen Schaukelstuhl nehmen, weil wir sind einfach noch nicht 70. So. Unser Radl steht hier gut. Im Fahrradverleih hier. Das kann weg. Eins behalten wir. Boah, die Station. Vielleicht kann dieses Spielzimmer, ich weiß nicht, ich brauche doch diese Wand dann nicht. Mach doch einfach ein großes Zimmer. Dann nehmen wir jetzt hier den Schreibtisch auch weg. Und Spielkiste und so. Sie ist ja kein Kleinkind mehr, das braucht sie alles auch nicht mehr. Das wird jetzt für Ellie das Zimmer. Sie kriegt dann hier ihre Videostation. Mit einem coolen Stuhl, weil den habe ich natürlich vergessen. Ach, guck mal, mit dem Bergding. Eigentlich wäre das für Lena hier perfekt gewesen. Naja, jetzt habe ich es für Ellie eingerichtet. Und wo bringe ich jetzt Lena unter? Einfach nur hier. Es ist aber auch irgendwie doof, oder? Lena ist aber ja auch schon bald eine junge Erwachsene. Vielleicht braucht sie gar nicht mehr so viel Platz. Dann mache ich einfach das Babyzimmer weg. Dann hat sie zwar ein bisschen kleines Zimmer, gebe ich zu. Aber sie ist wirklich nicht mehr lange. Sie ist nicht mehr so lange da. Vielleicht braucht sie das nicht. Vielleicht hat sie schon gesagt, Mom, du brauchst mir nicht mehr so ein Riesenzimmer einrichten. Wenn ich nämlich dann eine junge Erwachsene bin, dann werde ich ausziehen, um meinen Traum verwirklichen,
auf den Mount Kumurebi zu steigen. So, ich bräuchte bitte eine Lampe. Eine Lampe oben. Ach, okay, dann hole ich halt zuerst Bett. So, und dann schaue ich mal, habe ich einen Schreibtisch zufälligerweise noch einpacken? Nee, aber immerhin Stuhl. Ihre Kletterwand. Naja, kann sie ja eigentlich hier hinstellen, wo sie will. Platz ist genug. Die Black Widow-Statue, die passt ganz toll hier drauf. Dann platziere ich vielleicht jetzt noch kurz die Urnen. Was war das? Nee, das war gar keine Urne. Das war ein Grabstein, gell? Von unbekannter Herkunft. Oh. Okay, ja, weil die Urnen hat ja Carol im Inventar. So, und Lena kriegt natürlich noch einen kleinen Schreibtisch, damit sie wenigstens ein bisschen was für die Schule machen kann. Da kommt dieser Laptop drauf. Komm, hier ein Tablet, keine Ahnung, wo es herkommt. Randa. Die ganzen Bücher? Haben wir ein Bücherregal? Sogar Wäsche haben wir mitgenommen. Picknickkorb. Also ist schon sehr viel Kinderzeug, gell? Ich meine, gut für Ellie. Nice. Sie ist auch gerade die Einzige, die dann noch übrig bleibt, sag ich mal, als Kleinkind. Oder als Kind. Okay. Ich glaube, dann habe ich alles aus dem Haushaltsinventar platziert. Dann versuche ich jetzt noch unsere Ehemänner zu sortieren. Okay, was ist das? Wer ist das denn? Das war jetzt das von... Ich glaube, das war das Falsche. Barco Yang? Ich habe eine Urne von Barco Yang? Der, wer ist das? Den kannten wir den? Oder die? Ich lasse es mal beiseite. So, wen haben wir hier? Marcel war der Jüngste. Orange Belly Moon. Hier. Paolo. Paolo ist erfroren. Satoru war der mit dem Sushi. Hideki. Hideki ist verbrannt. Ja, ich weiß, dass wir bei ein paar Leuten haben wir, glaube ich, die Namen verloren. Weil da komme ich jetzt in Schrift lesen. Ach, hier, warte, das ist Aaron. Entschuldige. Ich muss meine Toten hier sortieren. Aaron, Hideki, Paolo, Satoru. Dann wird es Don sein, den Max und Debbie, deren Name ich leider nicht mehr sehen kann, weil die sind dann beim Umzug verloren gegangen. Und von Barco Yang, keine Ahnung, wer es ist, die wird zerstört. So, und jetzt teste ich gleich mal, ob Carol in der Lage ist, ihren Keller zu betreten. Nein, das ist schon mal gut. Warum nicht? Kannst du runterklettern? Okay, sie kommt nach unten. Die Tür möchte ich gerne abschließen für jeden außer Carol. So, kannst du hier hingehen? Ach so, das Regal sperrt sie ein. Hätte ich die nicht auch umdrehen können? So vielleicht? Klingt nach einem Plan. Passt, oder? Ich bin zufrieden. Black Widow Keller steht. Männer sind wieder einsortiert. Laptop ist da. Lebenselixiertränke sind da. Wir haben jetzt ein bisschen weniger Geld, weil wir halt wieder ein teures Haus gekauft haben. Dafür nehmen wir jetzt Mieteinnahmen ein, weil Candy eingezogen ist und 450 bezahlt. Jeder sollte sein Plätzchen irgendwo hier haben. Dann verteile ich noch hier die Betten. Bett zuweisen, das ist Ellies. Da kann sie dann jetzt auch mal gucken, ob sie schon schlafen kann. Hier ist noch... Hier schwebt noch Deko. Und Lena, oh Gott, was macht denn Maya hier? Maya im... Naja. Lena kriegt vielleicht noch eine Lampe. Das habe ich jetzt noch vergessen. Ach, weißt du was, nimm doch eine von Ellie, die hat unten so viele, die hat oben so viele Lampen. Übertrieben viele Lampen, finde ich. Kann sie doch zwei haben. Also Lena hat ihr Bett gefunden. Takashi hat sein Bett gefunden. Bett zuweisen. Takashi und Carol. So. So, Lena, du darfst schlafen. Süß, Maya hat es auch hergeschafft. Ein bisschen übertrieben viele Lampen hat dieses Haus. Da muss ich nochmal kurz ein bisschen aussortieren. Da hängen zum Teil zwei Lampen. Leute, mach mal halblang. Stellt doch eure Bildschirmhelligkeit ein bisschen höher, aber platziert doch nicht so unsäglich viele Lampen. So. Black Widow Keller steht. Ellie, du darfst schlafen, die ist energiegeladen. Guter Rat eines Freundes. Carol, oh, nicht auf der Couch. Willst du nicht dein Bett aufsuchen? Nein? Komm, ich helfe dir. Hier, geh schlafen.
Ich glaube, sie hat schon wieder Probleme, hier hochzukommen. Kell nimmt sich immer irgendwelche Couchen zum Schlafen, anstatt sich zu ihrem Ehemann zu legen. So, jetzt schläft Kell, Gott sei Dank. Automatisch bitte alle. Also dieses Babyzimmer. Naja. Wer weiß, wer weiß. Ist der kaputt? Nee. Ich hab sie, soweit alle schlafen, nur noch die Katze huscht rum. Promi-Level gesunken. Carol hat sich zu lange nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen. Sie ist kein Promi mehr. Das ist vielleicht ganz gut so. Wir wollen nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen. Es ist ja wirklich viel passiert. Wenn wir uns in der Öffentlichkeit zeigen wollen würden, oder wenn wir uns in der Öffentlichkeit zeigen würden, hätte uns die Polizei ziemlich schnell dran. So, Leute. Und mit diesem neuen Haus, mit unseren neuen Enten in Tomarang am hinterletzten Straßenabschnitt beenden wir dann den Part der Black Widow Challenge für heute. So, Leute, wir sind verheiratet. Takashi hat uns geheiratet, ihr wisst, so aus der Not heraus, und wir sind umgezogen und sind jetzt in Tomarang. Da war ich auch noch nie, Carol auch nicht. Eine völlig neue Nachbarschaft, völlig neue Bräuche und Sitten, würde ich fast mal sagen. Neues Haus, neues Glück. Und Reggie ist schon wieder da gewesen. Der ist so ein On-Off, gell? Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Am nächsten Tag, also jetzt in der nächsten Folge, werden wir mit Ellie Geburtstag feiern. Sie wird zur Teenagerin. Und dann dauert es nicht mehr lange, dann ist schon Lena bald junge Erwachsene. Sie muss aber erst noch die Abschlussprüfung bestehen. Wenn dir dieser Part gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Lass mir gerne ein Abo da. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!